Moin Moin Leute, willkommen auf NerdTaste. Ich bin's Dennis, ihr kennt mich ja. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst doch mal gerne ein Abo da. Und wir sind natürlich wieder da, die Z-Box September 2018. Seid gespannt, was da drin ist. Und los geht's! Ja, das ist auf jeden Fall die letzte Z-Box in diesem Monat. Ich habe die abgestellt, das war eigentlich nur ein reiner Zufall, dass die jetzt gekommen ist. Monster oder Monsters ist deren Thema. Ich hoffe mal natürlich auf so Gremlins und ja, Nightmare on Elm Street. Bin mal gespannt, was da drin ist, auf jeden Fall. Die ist ganz leicht. Ihr wisst ja, 24,95 bezahle ich eigentlich jeden Monat. Wenn man natürlich 3 Monate macht, 6 Monate und 12 Monate, glaube ich, kann man auswählen, dann wird es ja immer günstiger. Ja, aber wenn man natürlich einen Monat macht, dann kann man sagen irgendwann, oh, okay, ich mag das nicht, ich mag dies nicht, dann bestelle ich sie ab und bestelle sie dann wieder. Nur irgendwie hat es ja da gerade Probleme gegeben und ich bin halt nicht zufrieden mit den letzten Monaten mit dieser Z-Box. Und demnächst kommt ja auch eine kleine Partnerschaft mit Mystery Loot. Seid ihr gespannt, was da kommen wird? Ich will auch nicht mehr so viel labern. Ich würde sagen, wir machen sie jetzt auf. Item 1 ist jetzt wieder angesagt. So, das gängige Luftpolster. Und dann das T-Shirt nehmen wir noch nicht. Ich würde sagen, das, die Münze. Die Münze, oh, eine goldene Münze von Dracula. Ja, Dracula ist da drin gewesen. Kann man das jetzt so am besten sehen? Ja, hier, Dracula. Und sieht man noch vorne, da ist er. Sieht ein bisschen aus wie Nosferatu von Dr. Frankenstein. Das Monster. Universal Studios natürlich wieder, limitiert auf 1000. Diese Antique Gold Edition, ja, soll limitiert sein. Finde ich ja die silbernen immer schöner, aber wenn man eine goldene bekommt, ihr wisst ja, die ist ja dann immer weniger. Und ich finde, muss sagen, diesen Monat, ja, die sind ganz okay, die Münzen, sag ich mal. So, einmal die hier, die Seite. Stein. Jo. Kann man nicht meckern. Sieht ganz cool aus, auch so mit diesen gebürsteten, ja, Messing, Bronze. Bronze ist das ja eher. Ja, sieht ganz gut aus. Kommen wir zu Item 2. Item 2 ist eine Gears of War Figur. Ja, habe ich noch nie gespielt. Werde ich wahrscheinlich auch nie spielen. Das ist nämlich ein Xbox-Game. Ich habe keine Xbox. Kosten auch so 7-8 Euro, sage ich mal. Aber wir kommen ja gleich schon zum Schluss zu diesem Fazit. Eine Figur von Gears of War. Dann kommen wir zu Item 3. 3 ist ein... Okay, nice, Mann. Richtig nice. Stranger Things mit Alfie und den Demogorgon, ne? Also das ist immer so schwer auszusprechen. Demogorgon, richtig geil. Ab 17 steht hier drauf. Artist Series, kenne ich gar nicht. Adult Collectible, also für natürlich Erwachsene. Loot Crate, okay, ist eine Loot Crate Exclusive gewesen. Super Emo Friends. Und das ist Artist, also der Künstler ist Jay Salvador. Wer das noch nicht kennt, die Netflix-Serie angucken. Richtig geil. Eine sehr geile Serie. So Retro-Faktor-mäßig mit tollen Schauspielern und ich glaube, mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Aber ich werde da nochmal ein Special zu machen und euch erklären, wer das überhaupt ist und so Charaktere-mäßig. Ja, nice, Mann. Richtig geil. Gefällt mir. Ja, da haben wir dann so ein bisschen Niedlichkeitsfaktor, sag ich mal, den Demogorgon und hier Elfie oder Eleven ist sie ja dann halt im Original. Da wird sie ja nicht so abgewandelt. Oder Elf, ne? So, da haben wir sie dann ausgepackt. Ist ein bisschen schwerer, aber auch, das ist Hartplastik. Okay, also ihr könnt auch denken, das wäre eine komische Pose. Gerade so alles in Deutschland, ja. Okay, anderes Thema. So, da habe ich zusammengebaut. Das sind ja zwei Sachen, die man zusammenbauen muss. Einmal Eleven hier rein. Sie blutet sogar aus den Ohren, aus der Nase, wie es auch eine Serie ist. Und dann kommt das Viech hier aus der anderen Dimension. Wer es noch nicht geguckt hat, selber schuld. Ja, und dann ist das hier eine Platte aus, sagen wir schon, nicht hochwertigem Plastik. Geht in Ordnung. Also ich weiß nicht, was die kosten. Ich denke mal, auch so ihre 15 Euro. Aber sieht das schon irgendwie cool aus. Also muss man hier mal so ein bisschen gucken. Ich finde es cool. Also hat was, hat so ein bisschen Retro-Charme-Faktor, 2D-mäßig, bisschen 3D natürlich, klar, ne? Coole Sache. Gut, machen wir weiter mit Item 4. Okay, das ist ein Funko Pop. Okay, cool. Ich fand den Film nicht schlecht. Ich habe ja da mal meine Review zu gemacht. Da könnt ihr die wahrscheinlich hier sehen, jetzt hier mal eben. Eine 8 von 10 hatte ich gegeben und das ist ja The Mummy.
Die Mumie. Die Mumie, das war eine Frau. Und das finde ich cool. Das passt zu meinen ganzen Horror-Funko-Pops. Okay, so, da haben wir sie rausgeholt. Die Frauen, die immer so ein bisschen schmächtiger sind, die nichts auf Rippen haben, haben ja mal eine Bodenplatte. So, da kann man das ja hier sehen. Das sieht schon nicht schlecht aus, ne? Die Bodenplatte, okay, hat ein paar Kratzer. Ist nicht so ganz geil. Ich bin ja vom Funko auch letzter Zeit nicht so begeistert. Ja, also ich finde es nicht schlecht. Kann man nicht meckern. So fehlermäßig hat sich Funko jetzt halt nicht gebessert. Muss man mal sagen. Ich finde, manchmal für 15 Euro oder 16 Euro sind sie es nicht teilweise nicht mehr wert. Ich finde, die haben ganz schön nachgelassen. Machen viele Fehler. Hier sieht man das auch wieder so ein bisschen. An den Haaren fehlt hier was. Da sind Klebereste oder was weiß ich naht. Aber das ist dann schon mal wieder was Cooles. Das, diesen Monat kann man fast gar nicht meckern. Und ich glaube, jetzt ist das T-Shirt nochmal da. Und die haben wieder kein Heft reingetan. Letzten Monat haben sie ein Heft reingetan und diesen Monat haben sie kein Heft reingetan. Die können sich auch nicht entscheiden. So, und dann haben wir ein graues Shirt. Okay, graues Shirt ist immer Geschmackssache. Besser aber als ein weißes. Und dann haben wir einmal hier Monsters. Ja, Monsters passt hier auf jeden Fall. Und das kennt man natürlich. Frankenstein, ne? Also Frankenstein, it will shock you. Ja, wer den Film natürlich kennt, Dr. Frankenstein, der weiß ganz genau Bescheid. Das war das Monster, was mit den Mistgabeln natürlich gefoltert werden sollte und so weiter. Ja, da kann ich gar nicht so viel sagen. Das waren ja damals die Hammer-Films, bin ich jetzt der Meinung. Ich will jetzt noch nichts Falsches sagen, das ist aber auch, glaube ich, Kulthammer oder Hammerkult. Ah, ich habe schon lange nicht mehr so eine Filme geguckt da. Aber, ja, das war hier Universal Studios. Die wollten ja das Dark Universe aufbauen. Das ging bisher in die Hose. Und haben das ja angefangen mit die Mumie. Das ist natürlich auch so ein bisschen Restware, sag ich mal. Aber ich muss sagen, Leute, eine coole Box. Also, wir haben ganz coole Sachen dabei. Jetzt natürlich kein Heft da drin. Aber wir haben diese Sachen hier bekommen. Einmal ein Funko Pop im Wert von 15 Euro. Ein Original-Lizenz-Shirt, auch im Wert von 15 Euro, sind wir schon bei 30 Euro. Eine Gears of War Funko Pop-Figur, die sind meist nur 7 Euro wert, sind wir bei 37 Euro. Eine Münze, die je Monat drin ist, aber eine Gold-Variante, ich sage mal 10 Euro, sind wir bei 47 Euro. Und dann haben wir auch noch dieses geile Teil, was für mich diesen Monat das Highlight ist. Einmal das Stranger Things Set mit Eleven und Gormogorgon. Ja, alter Schwede, ein Wort hier. Und das, denke ich mal, kostet auch so 15 Euro. Was habe ich gesagt? Sind wir bei 47? Was habe ich jetzt gesagt? 15, ne? Sind wir bei 62 Euro. Also, 62 Euro zu 25 Euro ist schon echt ein gutes Ding. Kann man auch wieder gut loswerden, wenn man das nicht haben möchte. Oder, gut, ich werde es nicht verlosen, aber außer das jetzt hier. Das Einzige wird das mal sein, dass ich das verlosen werde. Schreibt mal was Tolles in die Kommentare rein. Dann könnt ihr diese Figur hier gewinnen. Ihr wisst, die gängigen Videobeschreibungen stehen die ganzen Teilnahmebedingungen drin. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns bis in dem nächsten Video. Bis dann und ciao und bam!